Christian Emschemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg, in der Nähe von München und in Berlin. Und diesmal wieder Blog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute mal wieder ein Video hier, 3D versus 5D Beziehung. Wo stehen wir da eigentlich gerade so? Klar, gibt es da eine Änderung? Wie sieht das gerade so aus? Finde ich gerade mega spannendes Thema. Ansonsten, ja, ich bin gerade so ein bisschen mehr auf Twitch, weil ich da so meinen Twitch-Partner machen will. Da muss ich da so ein paar Anforderungen erfüllen. Kommt gerne mal vorbei. Sonntag bin ich wieder da auf jeden Fall. Und wenn ihr mir da folgt, dann bekommt ihr auch entsprechende Benachrichtigungen. Könnt gerne noch einsteigen in die laufende Selbstliebe-Challenge Advanced, Ex-Detox-Kurs. Und in ein paar Tagen geht ja auch der nächste Ausbildungsblock los. Könnt ihr auch gern dazukommen. Ansonsten, ja, hatte ich ja schon im anderen Video gesagt, arbeite ich weiter an der Fragestellung, machen wir hier eine, also jetzt nicht alleine, aber eine nach meinen Prinzipien eine Dating-App. Folgt einfach meinem Kanal, dann bekommt ihr weitere Informationen dazu. Ja, 3D versus 5D Beziehung, also nochmal, was ist das eigentlich? Also das ist so ein Bereich von, ja, für mich ist das schon nicht mal mehr Spiritualität, das ist für mich so real irgendwie, so klar fassbar, also für mich viel klarer als viele anderen Sachen. 3D Beziehung ist eigentlich diese ganze, ja, was wir seit Jahrtausenden im Prinzip hatten, Täter-Opfer-Beziehung. Klar, alle denken immer, sie wären Opfer, aber Beziehungen ohne Liebe, Beziehungen, die auf, beziehungsweise Ego-Liebe beruhen, nicht auf echter Liebe. Also das, was alles keine Wertung ist, ne? Also wir haben uns alle bereit erklärt für dieses verrückte Spiel hier, so denke ich. Aber ja, 3D ist halt für diese Ego-Liebe durchsetzen wollen in Beziehungen, ja, von Angst zerfressen werden, kontrolliert werden, Heimlichkeiten, besitzen wollen, den Partner, ja, auch natürlich die ganze Liga von toxischen Beziehungen ist alles 3D, wobei toxische Beziehungen, das zu erkennen und daran zu arbeiten, ist eigentlich schon die Austrittstür aus diesen toxischen Beziehungen, weil es ja da oft nochmal so richtig auf den Punkt kommt, das Auto nochmal so richtig vor die Wand fährt und man ja dann oft aufwacht auch, ne? Das ist ja wirklich ein Bewusstseinsprozess und es ist auch wirklich ein Aufwachen, was man dann erfährt. So, ne, gerade wenn, klar, viele fragen sich, warum kommt jetzt irgendwie diese absolute Kracherbeziehung? Ja, weil du vielleicht jetzt aufwachen sollst, ne, und weil vielleicht die nicht so schlimmen Beziehungen, ja, diesen Beitrag leider nicht liefern konnten, sozusagen, ne. Genau, das ist 3D, 5D Beziehungen sind wir nicht, muss man ganz klar sagen, das offensichtlich, ich meine, da muss man nur an die Welt gucken, aber 5D-Beziehungen, das ist immer das, was ich in meinen Weihnachtsvideos immer mache, sind ja, Beziehungen ohne Kontrolle, Vertrauen, Beziehungsmodelle leben, wie man sie möchte, den anderen nicht besitzen wollen, selber in so einer Fülle leben, dass man gar nicht auf die Idee kommt, den anderen zu kontrollieren oder den Bösen zu wünschen an der Beziehung oder überhaupt diese Idee, dass es so ganz klare Starts und Trennungen gibt und man dann nie wieder miteinander zu tun hat. Ja, dass wir alles nicht 5D. 5D ist, wie gesagt, eigentlich ja, alles ist möglich, wenn alles aber auch dann entsprechend kommuniziert, abgesprochen, ja, unter so einem liebevollen Aspekt, weil 5D-Beziehungen halt aus der Fülle sind. Also stell dir mal vor, du hast den glücklichsten Tag deines Lebens, du sprühst über vor Energie, nice, geiles Leben, du hast gerade
bist frisch verliebt, keine Ahnung, irgendein berufliches Projekt läuft super, hast gerade eine neue Wohnung gefunden, kommst du dann auf die Idee, irgendjemandem irgendwas Schlechtes zu wünschen oder irgendjemand hinterherzutreten oder weiß ich nicht, überhaupt irgendwie oder irgendeinen Liebeskummer festzuhängen oder nein. Das ist, und das, so muss man sich, glaube ich, 5D vorstellen. Ja, das ist halt mehr oder viel mehr aus so einer Fülle ist. Und was wir momentan haben, ist ein Übergang. Wobei Übergang ist gar nicht das richtige Wort. Ich hatte das jetzt neulich mal, weiß gar nicht, wo das war. Ich glaube auch in so einem Channeling oder so, aber egal. Das hat mich sehr angesprochen, diese Idee von ja, zwei Farben eines Regenbogens, die ja so einen überlappenden Bereich haben, so, ne? Das, und so muss man sich das vorstellen, was wir gerade haben. Wir überlappen. Also es gibt Leute, die total 3D leben, also auch sicherlich ganz viele. Dann gibt es viele, die irgendwo aufwachen und überlegen, wow, was habe ich denn hier eigentlich gemacht, wie geht's weiter? Und dann gibt es aber auch Menschen, die zumindest versuchen, wie gesagt, wir sind da absolut nicht, glaube ich, aber ja, also sozusagen 5D-Elemente einzubeziehen in ihre Beziehung. Und wo kann man das sehen? Also ich habe manchmal das Gefühl, weil ich soll gerade so einen Artikel schreiben über Generation Z. Also soweit ich das richtig verstanden habe, sind das die jetzt, ja, Ende, also, keine Ahnung, 18, 19, Anfang 20, whatever. Und ich denke, dass man da, also nicht nur da, ich nehme das jetzt mal so als Beispiel, auch schon ein bisschen sehen kann, das ist dieses, für dieses Wort Blend, also das englische Wort Blend, sehr schön, dieses Überblenden von verschiedenen Sachen. Ja, da gibt es ganz normale Paare wie immer, irgendwie so. Also so bei unseren erwachsenen Kids ganz normale, traditionelle, committete, monogame Beziehungen. Und es gibt, keine Ahnung, alle Arten von lockeren Beziehungen, Affären. Das ist natürlich auch sowieso ein bisschen mehr in der jungen Generation, klar. Auch dieses ganze Überblenden von sexuellen Rollen. Bin ich jetzt heterosexuell, bin ich homosexuell, bin ich irgendwas dazwischen? Man sieht es ja auch in diesen ganzen Diskussionen mit divers und queer. Und ja, dieses, dass da immer mehr, dass es eben nicht schwarz-weiß ist, sondern dass sich da immer mehr Grautöne, also Grautöne ist gar nicht das richtige Wort, das ist ja nicht grau, aber das, ja, dass diese ganzen Konstrukte, diese Rollenzuschreibungen, diese festgelegten Konstrukte, das muss genau so und so sein, eine Ehe muss genau so und so laufen, eine Beziehung muss genau so und so laufen, ich muss Sexualität genau so und so leben. Also das sind für mich meiner Ansicht nach alles, wenn das nicht so mit dem Schmerzkörper zu tun hat, also was ist ich bei, heißt das BDSM oder wie das heißt, frage ich mich immer, also klar, kann man auch machen, aber frage ich mich immer, hat das nicht eher mit dem Schmerzkörper zu tun, aber egal. Aber diese Freiheit da drin, ne? Oder auch Altersunterschiede oder auch Beziehungen müssen ja auch nicht ewig dauern, nochmal was anderes probieren. Oder auch ja, Sachen, die ich manchmal höre, du benimmst dich ja gar nicht wie ein normaler 50-Jähriger, diese Freiheit nochmal. Ja, was weiß ich nochmal, ganz anderes Leben zu leben, das finde ich extrem befreiend und das sind für mich 5D-Gesichtspunkte, wie gesagt, also offensichtlich, ich glaube, wenn wir in der 5D-Welt, die sieht komplett anders aus, viel, meiner Ansicht nach, viel besser als was wir jetzt haben, aber das ist so ein bisschen, wo ich uns gerade so sehe und ja, wir entscheiden als Kollektiv, wie es weitergeht, aber ich denke, es wird immer Menschen geben, deswegen ist es auch so müßig zu versuchen, jemanden zu retten. Es wird Menschen geben, die wollen einfach in 3D bleiben. Manchmal könnte man vielleicht sogar sagen, die wollen weiter leiden, also so schrecklich, wie sich das auch anhört, aber weil Leiden ist, das ist was wir kennen, ne? Das ist, haben wir, ja, ich vermute mal, dass wir ja nicht das erste Mal hier sind, das haben wir
x-mal erlebt, da fühlen wir uns drin zu Hause, da kennt man sich aus. Und ich finde das selbst schon in diesem Leben schwierig, dieses, wenn man vielleicht auch eine Kindheit hatte, die nicht immer einfach war oder was weiß ich, oder in der Schule gemobbt worden ist oder keine Ahnung. Also diese Rolle loslassen des Opfers oder das ewig Leiden, dann ist manchmal gar nicht so einfach, weil eigentlich könnte man ja denken, was will man mehr als diese Rolle loslassen? Aber tatsächlich, macht man es dann doch, hält man doch an dieser Rolle fest, weil man es irgendwie kennt, ne? Ist total verrückt, aber vielleicht doch nicht so, ne? Also insofern, diese neue Freiheit zeigt sich da ja immer mehr, aber natürlich, ich will das jetzt nicht so sugarcoaten. Also ich bin echt überhaupt niemand, der sagt, oh, ist alles schon so toll gerade, wenn, ja, offensichtlich nicht so toll ist. Und aber trotzdem, ihr könnt immer an eurer eigenen Blase arbeiten. Das ist auch so eine Frage, die neulich kam. Auch wenn die Welt immer noch im Lockdown liegt und dies und das. Ihr könnt immer an eurer eigenen Blase arbeiten und die eure eigene Blase so schön machen, wie es eben geht. Da wollen wir uns übrigens auch auf Twitch am Sonntag mit beschäftigen, die Manifestation nochmal. Und ich kann euch auch sehr die Manifestations-Challenge ans Herz legen. Die geht auch Ende Februar wieder los. Und mit meinem Buch kommt jetzt auch Wind rein. Also das geht auch voran. Das wird ja auch da viel Thema haben in diese Richtung. Genau, also offensichtlich, klar, haben wir noch überall 3D, aber ich finde, man sieht es auch schon, also wenn man mal genauer hinguckt, kann man es überall sehen, weil so ein nehmen wir mal Impfstoff, ich will jetzt überhaupt nicht über Corona und Impfen reden, aber offensichtlich starten sich, also wenn man jetzt mal ausgeht, dass wir jetzt, also ich will jetzt, wie gesagt, nicht über Impfen reden, aber ja, es offensichtlich Staaten sich helfen müssen, Impfstoffe, das vielleicht kriegen wir irgendwann einen russischen Impfstoff geimpft, wer sich impfen lassen will, wenn nicht, dann nicht, aber also man kann es überall sehen, dass, ja, hat man ja schon im Kalten Krieg gesagt, die Russen lieben ihre Kinder auch, das ist ungefähr, es ist nicht die Bösen und die Guten, eigentlich sind wir ein Volk, ne? ein Kollektiv und ich denke schon, dass sich diese Themen, ja, dieses Zusammen, dass das, hoffe ich zumindest, mehr werden wird. Aber es wird immer Menschen geben, wie gesagt, die wollen dran festhalten, die wollen auch am Opfersein festhalten. Opfer, also übrigens fühlen sich in der Regel sowohl Minuspole als auch Pluspole als Opfer irgendwo. Keine Ahnung, wollen, es ist deren Entscheidung. Also das ist manchmal auch, finde ich auch schwierig manchmal, dass wir einfach komplett freie Entscheidungen haben. Ne? Wir können machen, was wir wollen und da wird auch niemand eingreifen. Da werden keine UFOs kommen und sagen, jetzt müsst ihr es aber so und so machen. Da wird auch kein, weiß ich nicht, man kann nur Menschen einladen, aber man weiß ja nicht, was deren Seele will. Also es ist, wie gesagt, auch 3D hat ja interessante Aspekte irgendwie, ne? Das alles, also diese ganzen Emotionen und Auf und Ab und Achterbahn und ja, Drama, ja, das ist ja auch für viele interessant, oder war es zumindest, ne? So. Und ja, gut. Und es ist gar nicht so einfach. Also wenn man sich da rausschiftet, ist es nicht nur vielleicht eigene Hängen am Drama, sondern auch, dass die Umgebung ja auch einen gern fest halten möchte da drin. Das ist natürlich auch noch so ein Aspekt. Ja, was kann man da noch zu sagen? Ja, könnt auf jeden Fall gerne auch mal eure Kommentare dazu schreiben. Wie gesagt, ich bin jetzt überhaupt nicht der Meinung, dass hier irgendwie alles easy ist. So. Ich merke allerdings, keine Ahnung, aber ich bin da nicht so geübt drin. Ich merke einen erheblichen Energiewechsel gerade. Erheblich. Und also ich habe das Gefühl, der Tunnel ist bald vorbei. Das ist meine Meinung. Auch wenn der Lockdown noch länger geht, der Tunnel ist bald vorbei. Also ich merke einen extremen Shift gerade. Und könnt ihr gerne mal sehen, schreiben, wie ihr das so seht. Wir sehen uns bald wieder.